Unsere heutige Wanderung führt uns wieder nach Südtirol. Von der Seiseralm hinauf zum Schlern, vorbei am Schlernhaus, einer der ältesten und schönsten Alpenvereinshütten, und von dort über die Roterdspitze und die Rosszähne hinunter zur Thierser Alpenhütte, einer Privathütte, die der Hüttenwirt Max Eichner mit eigenen Mitteln und eigener Kraft gebaut hat. All das gehört zum Naturpark Schlern. Die Thierser Alpelhütte liegt an einem wichtigen Kreuzungspunkt mehrerer Wanderwege. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die Hütte fast ständig gut besucht ist. Und so hat Reinhold, der dort auf uns wartet, viele interessierte Gesprächspartner. Die Menge der Touristen kann allerdings auch Probleme mit sich bringen, doch davon später. Vor gut 100 Jahren haben sich die ersten Alpinisten und Bergsteiger zusammengeschlossen zu kleinen alpinen Vereinen. Zuerst in England, dann in Deutschland, in Österreich natürlich auch in der Schweiz und in Italien. Und diese alpinen Vereine hatten das erste Anliegen darin gesehen, die Alpen zu erschließen und zugänglich zu machen, möglichst einer großen Zahl von Naturliebhabern. Und dafür wurden Hütten gebaut. Die Hütten waren anfangs das wichtigste Kind der alpinen Vereine. Man hat damals die Hütten überhaupt nicht kritisch gesehen, sondern allein als eine Hilfe gesehen, im Gebirge oben übernachten zu können und dann näher an den Bergen dran zu sein, um auf die Gipfel hinaufzusteigen. Und im Rahmen von 20, 30 Jahren wurde der gesamte Alpenbogen mit Hütten überbaut. Es sind hunderte von Hütten entstanden und jede alpine Sektion, meist fernab vom alpinen Gelände, hat sich es zum Ehrgeiz gemacht, selbst eine Hütte zu machen, eine Hütte zu bauen. So ist zum Beispiel im Odlergebiet eine Düsseldorfer Hütte entstanden, in den Zillertaler Alpen eine Berliner Hütte entstanden. Und diese Sektionen haben sich sehr stark mit ihren Hütten identifiziert. Sie haben Zeit, Geld, Anstrengung geopfert, um die Hütten sozusagen mit der eigenen Muskelkraft aufzubauen. Damals war es ja schwieriger, ins Gebirge zu kommen als heute. Und es ist auch verständlich, dass diese alpinen Sektionen heute noch an ihren Hütten hängen. Es gibt inzwischen Hütten an jedem Berg, meistens an allen Seiten, sogar Hütten bis weit über 4000 Meter, wie die Cabana Margherita am Monte Rosa, die höchste Hütte der Alpen, die dem italienischen Alpenverein gehört. Es gibt Hütten in jedem Dälchen. Nach meiner Ansicht sind es mehr als genug. Es gilt jetzt wohl auch zu überlegen, diese hotelartigen Hütten in den Alpen von den alpinen Vereinen abzustoßen und privaten Bewirtschaftern zu übergeben. Und seit sich die alpinen Vereine, vor allem die deutschen alpinen Vereine, bemühten, die Hütten ökologisch zu gestalten, das heißt, das Abwasser zu entsorgen, den Strom mit Windrädern bzw. mit Sonnensolarzellen herbeizuschaffen und eben nicht gerade mit dem lärmenden Diesel, sind die Hütten auch vertretbar. Sie sind natürlich eine wesentliche Hilfe, auf die Berge zu kommen. Wenn ich daran denke, dass im letzten Jahrhundert jede Odlerbesteigung aus dem Tal stattfinden musste und dass dazu viel schwere Rucksäcke, Biwaks notwendig waren, dann erst wird es begreiflich, wie leicht uns heute das Bergsteigen mit Hilfe der Hütten, der markierten Wege, der versicherten Wege gemacht worden ist. Vielleicht ist schon darüber nachzudenken, dass allein die Erschwernis ein Filter wäre, ein Sieb wäre, das die Berge wieder ein bisschen befrieden könnte, das heißt ein bisschen ruhiger und stiller machen würde. Eigentlich hatten wir heute einen gewissen Trubel erwartet, zu unserer Überraschung bleibt er aber aus. Die Berlinerin Ramona und Bergführer Hansi Kaufmann werden von einem weiteren Bergführer, Hubert Zorzi, begleitet. Hubert war ein Jahrzehnt lang, von 1965 bis 1975, selbst Hüttenwirt im Schlernhaus, unserem ersten Etappenziel. Bis hinauf zum Schlernhaus sind zwar etwas mehr als 700 Höhenmeter zu bewältigen,
aber die schöne Landschaft entschädigt für die Mühe und zwischendurch bietet die Natur auch immer wieder willkommene Erfrischungen an. So, da haben wir jetzt ein schönes Fest. Cha-cha. Nicht so wichtig. Leider kann man heute nicht mehr überall so bedenkenlos trinken wie hier, da nicht alle Hütten sowie das Schlernhaus eine vernünftige Abwasserentsorgung haben. Schlernhaus, jetzt ist nicht mehr weit. Das Schlernhaus ist eine der ältesten Alpenvereinshütten. Der erste Bau wurde bereits 1885 von der Sektion Bozen des Deutsch-Österreichischen Alpenvereins errichtet und war damals der ganze Stolz der Bozener Bergsteiger. In den 20er Jahren wurde die Hütte durch die damaligen faschistischen Machthaber Italiens enteignet und dem CAI, dem italienischen Alpenverein, übertragen. Sie bietet heute etwa 120 Übernachtungsmöglichkeiten und der fast grenzenlose Rundblick von hier oben hat einen ganz besonderen Reiz. Schlernhaus führt unser Weg, der hier vorerst nur leicht ansteigt, über das Schlernplateau zur 2665 Meter hohen Roterdspitze. Auf der Roterdspitze angelangt, legen wir die Klettersteigsets an. Auf dem weiteren Weg über den Grat zu den Rostzähnen gibt es einige gesicherte Klettersteigpassagen. Sie sind zwar nicht sehr schwierig, aber etwas Trittsicherheit sollte man schon mitbringen. Wenn diese fehlt, ist der Genuss nur halb so groß. Und das wäre schade. Der Blick nämlich von dort oben hinunter auf die satten Weiden der Seiseralm lohnt sich. So leicht die Wanderung auch sein mag, einige Stellen sind durch fehlendes Drahtseil nicht ungefährlich. Da möchte man schon schwindelfrei sein. Hier bietet die Wanderung eine von den Kletterstellen, über die wir schon gesprochen haben. Natürlich braucht es etwas Muskelkraft dazu und Gelenkigkeit. Für trainierte Leute dürfte es aber kein Problem sein. Ramona Hansi und Hubert Zorzi haben hier den Wanderweg über die Roterdspitze und die Rostzähne zur Thierser Alpelhütte gewählt. Natürlich sind von der Schlernhütte auch noch andere Touren möglich. Man kann auch einen bequemen, aussichtsreichen Spaziergang über das Schlernplateau zur Roterdspitze wählen. Der dauert 1 Stunde und 30 Minuten hin und zurück. Oder man hängt noch 1,5 Stunden dran und steigt durch das Bärenloch hinab zur Grasleitenhütte. Der Abstieg zum Bärenloch hat zwar einige heikle Stellen, die können aber mit Hilfe von Seilen und Eisenstiften gut überwunden werden. Ein weiterer markierter Weg führt über die Seiseralm zur Sandnerhütte auf 1726 Meter.
Wir jedenfalls verlassen jetzt unsere drei, nehmen einen ganz kurzen Weg und schauen zusammen mit Reinhold Messner schon mal bei der Thierser Alpelhütte vorbei. Der Eichner Max, der Hüttenwirt, ist gerade dabei, einen Zaun zu ziehen, als Reinhold auf ihn zugeht. Max, grüß dich. Hey, Reinhold, grüß dich. Willst du Zaun machen, oder was? Ja, einen Zaun. Ja, Begrenzung und schon einen Zaun. Lass die Leute da hinfallen. Ja, Viech kommt oft mal daher und schon wegen der Leute an, damit wir nicht den ganzen Rand da hier finden. Aber langsam bist du. Die Menschen hier in Südtirol sprechen natürlich ihren einheimischen Dialekt. Und da wir nicht sicher sind, ob sie alles verstehen, haben wir den Gesprächsinhalt von Zeit zu Zeit etwas zusammengefasst. Max Eichner hat 1957 angefangen, die Hütte zu bauen. Das Land gehörte der Gemeinde, die Genehmigung zum Bauen bekam er. Es gab damals noch keine Straße hier herauf, einen Hubschrauber konnte er sich nicht leisten, also hat er sämtliches Baumaterial selbst hochgetragen. Die erste Hütte war klein, später hat er vergrößert. Noch weiter vergrößern will er nicht. Aber damals hast du ja keinen Weg gehabt, du hast ja müssen alles auch ertragen. Oder wie hast du das gemacht? Hubschrauber hast du nicht leisten können. Überhaupt nicht. Ich nehme nicht Kappesflechte wie einen Wilden oder irgendwas zu unternehmen. Nicht? Dann hast du selber Rauer getragen am Beginn, selber gemauert, selber gebaut. Jede Schaufel, jedes Schuhgerät, alles habe ich durchs Bärnlach auch getragen. Fühlst du dich wohl auf der Hütte? Ja, ich bin da daheim. Richtig, da auf der Hütte daheim. Daheim, ja. Aber im Winter bist du nicht auf der Hütte. Nein, im Winter wohnen wir zwar in Kastelrutte, aber ich bin ja ganz oft da oben. Reinhold will wissen, woher seine Gäste kommen. Max Eichner erläutert ihm, dass die Hütte an einem Kreuzungspunkt gebaut ist und Leute von überall kommen, vornehmlich auch aus dem Gebiet der Seiseralm. Ja, wir sind da zwar wie auf einem Kreuzungspunkt, da kreuzen sich ja viele etliche Steige, nicht? Wo man von Diers durchs Bärenloch, wo man von der Seiseralm, ja die meisten Leute kommen sicher von der Seiseralm her, nicht? Und den Klettersteig in Laurenzestein? Max hat auch Wanderwege befestigt und Klettersteige angelegt. Warum hat er das getan? Aus Liebhaberei? Nein, weniger, aber man irgendetwas soll man, bin ich der Meinung, soll man auch für die Gäste dienen, auch nicht leih, man. Nicht gleich kassieren, Max. Ja, so ähnlich, ja. Inzwischen ist es sicher ein normales Auskommen. Reinhold hat einen Windgenerator zur Stromerzeugung gesehen. Er fragt nach der Ökologie. Und nicht nur eben sozusagen die Hütte weiterzuführen, sondern sie auch in die moderne Zeit überzubringen. Ja, gerade wegen dem Strom und so und wegen Wind. Man muss ja für den Umweltschutz oder wie das alles heißt, nicht, muss ja etwas dafür tun, nicht gleich allem davon reden. Nicht? Richtig, ist ja. Meine Meinung. Ja. Max Eichner hat einen Sinn fürs Ökologische. Es wäre begrüßenswert, wenn ökonomische und ökologische Interessen sich überall und weiterhin so wie hier die Waage hielten. Reinhold legt beim Zaunbauen mit Hand an. Max Eichners Hütte verfügt übrigens über eine vorbildliche Abwasserentsorgung. Aber gerade diese Frage ist bei vielen Hütten noch nicht zufriedenstellend gelöst. Häufig genug noch gehen die Abwässer ungeklärt in die Natur und können dann, wir haben schon darauf hingewiesen, Gebirgsbäche, Fauna und Flora des Hochgebirges vergiften. Sollten Sie sich zum Besuch einer Hütte entschließen, suchen Sie sich eine heraus, die den Gesetzen und Regeln der modernen Ökologie entspricht. Und während Reinhold mit Max den Zaun baut, sind unsere drei unterwegs zu ihrem letzten Aussichtspunkt. Der teilweise gesicherte Weg von der Roterdspitze über die Rostzähne zur Thierser Alpelhütte hat übrigens auch einen Namen. Maximiliansteig, benannt nach seinem Erbauer Maximilian Eichner, der Wirt der Thierser Alpelhütte. Letzten Meter. Der Gipfel ist erreicht. Der Rundblick reicht vom Rosengarten über den Kesselkugel bis zum Pordeustock. Selbst die Marmolada zeigt sich in ihrer ganzen Schönheit. Berghain. Berghain. Berghain.
Berg ein. Noch einmal wird der zurückgelegte Weg betrachtet. Von der Seiseralm über den Schlern und die Rostzähne. Trotz des diesigen Wetters eine großartige Aussicht auf die umgebende Gebirgslandschaft. Während wir unsere Gruppe beim Abstieg zur Thierser Alpenhütte begleiten, wollen wir einigen Gedanken nachhängen. Nur wer die Mühsal eines Aufstiegs auf sich nimmt, kann den inneren Wert von Anblicken ermessen, wie sie sich beim Bergsteigen bieten. In unserer hektischen, schnelllebigen Zeit braucht der Mensch Momente der Besinnung, des Einhaltens. Er braucht, zumindest zeitweise, eine innere Balance mit der Natur. Die Berghütten, von denen in unserer heutigen Folge die Rede ist, können einem solchen Balancetraining mit der Natur dienen. Viele, vor allem junge Menschen, die mit der Kletterei anfangen, nutzen bereits die Hütten und die Möglichkeit zu ausgedehnten Bergtouren und Wanderungen, wie Ramona, Hans und Hubert Zorzi sie heute gewandert sind. Vielleicht fällt einigen auf, dass die Karabiner am Drahtseil eben nicht ganz vorschriftsmäßig eingehängt worden sind. Aber an dieser Stelle ist kein ausgesprochenes Absturzgelände. Wer sich beim Begehen des Maximiliansteiges doch nicht ganz so sicher fühlt, der sollte natürlich schon den jeweils freien Karabiner einhängen, bevor er den anderen vom Seil löst. Einklinken. In Gruppen wandert es sich für viele angenehmer. In diesem Gelände lässt sich das auch ganz gut bewerkstelligen. Die Schwierigkeiten sind gering, trittfest und schwindelfrei sollte man allerdings sein. Und die Achtung vor der Natur ist eine unabdingbare Eigenschaft, wenn man hier im Schlern wandern will. Der Schlern ist ein Naturpark, er sollte auch so erhalten bleiben. Die Vielzahl der Hütten in den Bergen provoziert schon die Frage, die Reinhold Messner am Anfang als Problem benannte. Wie kommt man zu einem gezügelten, einem gesiebten Tourismus? Es gibt augenblicklich keine Antwort auf diese Frage. Wir können nur hoffen, dass mit dem zunehmenden Tourismus auch die Vernunft der Menschen zunimmt und ihre Verantwortung gegenüber der Natur. Und damit letztlich sich selbst gegenüber, damit auch diese herrliche Landschaft erhalten bleibt.
Ramona, Hansi und Hubert haben die Hütte kaum erreicht, als ein Wetter aufzieht. Wetter in den Bergen sind ein herrliches, aber auch gefährliches Erlebnis. Und manch einer genießt es doch lieber von der Hütte aus, im Trockenen und mit dem elektrischen Licht, das Max Eichners Windgenerator erzeugt. Und? Hallo? Alles gut gegangen? Alles gut gegangen. Wunderbar. Bevor wir jetzt mit Max Eichner ein paar Glasler Wein trinken, die Quizfrage. Welches ist die höchste Hütte in den Alpen? Die Lösung schreiben Sie bitte auf eine ausreichend frankierte Postkarte und senden Sie an Sat 1, Reinhold Messner zwischen Himmel und Erde, Postfach 210670, Postleitzahl 10506, Berlin. Der Hauptgewinn, eine Woche Aufenthalt in Südtirol für zwei Personen inklusive Übernachtung und Frühstück unter Betreuung der Alpinschule Südtirol von Hans Kammerlander mit Privatführungen nach Wunsch, gestiftet von der Südtirol Tourismuswerbung in Bozen. Als weitere Preise gibt es wieder 6 Bücher, je dreimal Berg 93 und das Alpenvereinshüttenverzeichnis. In der nächsten Folge geht es um das Thema Bergführer, Beruf oder Berufung? Ramona Rech und Oswald Santin überschreiten das 4.477 Meter hohe Matterhorn, von der Schweizer Seite über den Gipfel hinüber auf die italienische Seite. Der erste 4.000er für Ramona und dann gleich einer der schönsten Berge der Welt. Aber nicht alles am Matterhorn sollte angenehm werden.